In einem weit entfernten Land lebten der König, die Königin und ihr Sohn Ferdinand. Sie besaßen alles, was man sich nur vorstellen konnte. Alle waren glücklich. Nur ihr Sohn Ferdinand nicht. Einzig sein Pferd Moritz war ihm eine Freude. Nach einem langen Ausritt fühlte er sich meistens besser. Kam er zurück, ging er in seine Gemächer und ließ sich auf sein Bett fallen. Lustlos lag er da und Ferdinand bemerkte, wie ihn die Traurigkeit überkam. Seine Eltern versuchten Ferdinand mit einem Fest aufzumuntern und luden alle dazu ein. Ferdinand vergaß für ein paar Stunden seine Traurigkeit. Doch nachdem das Fest zu Ende war, überfiel ihn die Traurigkeit wieder. Seine Eltern wussten sich keinen Rat mehr und holten den besten Arzt. Sprich, was ist mit unserem Sohn? Mein König, leider weiß ich nicht, was mit ihm ist. Mein König, ich hörte von einem Weisen, der noch immer einen Rat wusste. Bringt den Weisen zu mir. Sehr wohl, seine Majestät. Der Weise machte sich auf den Weg zum König. Ihr habt nach mir verlangt? Ja, mein Sohn Prinz Ferdinand ist Tag ein Tag aus nur betrübt. Nichts, was wir tun, holt ihn aus seiner Traurigkeit. Lasst mich mit dem Prinzen alleine, so sei es. Prinz, wie genau verbringst du deinen Tag? Morgen stehe ich auf, dann waschen und kleiden mich die Diener. Danach bin ich bei Tisch mit dem König und der Königin. Nach meinem morgendlichen Austritt begebe ich mich in meinem Gemach, warte auf das nächste Mal. Nichts bringt mir Abwechslung. Ihr seid nicht verflucht. Um euch von der Schwermut heilen zu können, müsst ihr es wirklich wollen. Und es wird nicht einfach. Oh ja, ich will alles tun, was ihr sagt. Zieh hinaus in die Welt. Nimm nur mit, was du mit eigenen Händen tragen kannst. Finde den Sinn des Lebens. Nach dem Gespräch verabschiedete sich Ferdinand von seinen Eltern und folgte dem Rat des Weisen. Am Abend war der Prinz so müde, dass er erschöpft am Wegesrand sitzen blieb. Hey du, was machst du da? Ich bin auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Steig auf, du kannst in der Scheune schlafen. Habt ihr vielleicht noch eine warme Mahlzeit für mich? Ich bin so hungrig. Du bist mir einer, lebst einfach so in den Tag hinein. Aber gut, ich gebe dir Arbeit und du kannst dafür Essen haben. Du kannst mir beim Melken helfen und der Stall muss ausgemistet werden. Danach gibt es eine warme Mahlzeit und du kannst hier schlafen. Seit Ferdinand auf dem Hof des Bauern arbeitete, fühlte er sich wohl, hatte keine trüben Gedanken mehr und vollbrachte voller Freude sein Tagwerk. Er half tüchtig auf dem Hof. Nach einiger Zeit kam der Bauer hinzu, der mit großem Wohlwollen sah, wie fleißig Ferdinand war. Das hast du toll gemacht. Was ist denn los, Ferdinand? Warum bist du so bedrückt? Ich vermisse meine Eltern so sehr. Ferdinand, du warst der beste Geselle, den ich je hatte. Ich habe gutes Geld verdient. Du sollst deinen Anteil daran haben. Frohen Herzens verließ Ferdinand den Hof und kehrte nach Hause zurück. Mein Sohn, erzähl, wie ist es dir ergangen? Mein Vater, ich weiß jetzt um den Sinn des Lebens. Lasst uns die Wiederkehr feiern.
Doch Ferdinand hatte andere Pläne und lebte glücklich und zufrieden mit seiner Frau bis an sein Lebensende.